Go in Six Weeks 2013. Wir sind bereits bei der fünften Etappe. Und das Mal sind wir wie auch letztes Jahr schon in Wiel gewesen. Wiederum ist von Alois, von Beat und von den anderen Helfern alles parat gemacht worden. Die Athletinnen und Athleten sind eingetroffen. Der Go-In-Stand ist bereit. Die Leute können die Zeit vom heutigen Promiläufer schätzen. Zu dem können wir später. Andere treffen es ein. Gemütliches Schwätzli. Überall. Und mit dem Blick ins Dorf über. Sehen wir hier, wie sich die Kleinsten bereits warm laufen für die heutige Etappe hier in Wiel. Und dann schauen wir auf die Athletinnen und Athleten von der U10 und U12, die sich bereit machen. Und wir haben Danny Fetsch hier in grün, 463, und auch Fabian und Anna, die wir schon kennen, vor das Mikrofon gehalten. Bist du hier die Strecke schon anschauen? Weißt du auch wieder, was durchgeht? Ja, weiss ich. Und was ist heute deine Taktik? Vollgas geben. Wieder vorne weg? Ja. Okay. Ja, Anna, wieder ein bisschen erholt von letztes Mal. Ja. Es wäre schon schön, wenn ich das mal gewinnen könnte, aber ich mag es ihr auch gönnen. Es ist auch sehr gut. Was machst du heute anders, als heute eben vor der Fabian bist? Ich probiere einfach anzugreifen und mein Bestes geben. Okay, sind wir gespannt. Und ja, Fabian, ich habe das letzte Mal gewonnen. Was machst du heute, dass du Anna wieder hinten dran ist? Ich weiß nicht genau. Irgendwie geht's mir. Irgendwie bin ich ein bisschen müde, aber es vielleicht geht's. Okay. Ja, dann werden wir schauen, wie das Fabian heute geht. Ja, Fabian, das können wir aus dem Trailer. Wie geht's dir? Tipptopp, danke. Bis jetzt hat das Wetter noch, von dem her ist gut, oder? Und hier eben am Etappenort haben wir alles bereit. Ist alles gut? Ich glaube, es ist gut gekommen, ja. Also, wir haben es ja letztes Jahr schon gemacht und sind schon ein bisschen geübt. Was ist jetzt heute genau deine Aufgabe? Bist du einfach jetzt bei den Kleinen als Vorfahrer dabei oder nachher bei den Grossen auch? Ich bin nachher auch bei den Grossen dabei, also eigentlich an allen Orten. Ja, mal schauen, wie schnell das sind. Bist du bereit, dass du wirklich dem Hugo und dem Uli auch davon machst, oder? Ich hoffe es, ja. Ich muss nicht zu fest beissen, aber wer weiss. Okay, danke schön. Ja, das ist also der UK-Präsident hier in Wiel, Fabian Greyenbühl. Vielen Dank für seine Arbeit an dieser Stelle. Und dann haben sich, wie schon immer, die Athletinnen und Athleten parat gemacht. U10, U12. 1,8 Kilometer sind heute zu absolvieren gewesen. Und bekanntes Bild, der Danny Fetsch vorne weg. Und dann das ganze restliche Feld hinten noch. Und nach fast einer Runde dann der Danny Fetsch mit grossem Vorsprung, aber immer noch im gleichen Tempo. Geht er auf die zweite Runde. Und hinten noch das restliche Feld, angeführt vom Ramon Steinmann vor dem Kilian Bielme, dann Lorena Zappa, Tiana Höhn und hinterher Fabian Britschki und Danna Emmenegger, die sich hier also gegenseitig überwachen. Ja, und dann auf der Gegenseite, nach knapp 3/4 von der Strecke, der Danny Fetsch mit noch grösserem Vorsprung. Hinterher dann der Kilian Bielme, der Ramon Steinmann überholt hat. Und dann Fabian, Danna und Lorena. Zusammen mit der Jana hinter dran kämpft sich langsam führen. Und dann kommen wir schon zum Ziel. Lauf der Danny Fetsch gewinnt also auch die fünfte Etappe. Überlegen bei den U12-Buben. Dann kommt der Kilian Bielme ins Ziel und ein Endspurt. Jana Höhn gewinnt vor der Fabian Britschki und der Anna Emmenegger. Und dann haben wir gerade noch gesehen, Fabian Müller ins Ziel gekommen. Und da sind wir bereit, da beim Sönnachermann und beim Dario Steinmann. Heute zuerst mal in grün, im Leitertrikot, neu eingekleidet. Wie fühlt sich das an? Gut. Natürlich das Ziel, das Verteidigen heute weiterhin, oder, nehme ich an. Was ist deine Taktik heute? 4 Runden sind da, glaube ich, zu machen für euch. Ja, sicher durchsäckeln. Es ist nicht allzu schnell gekommen. Klar, ich habe ein bisschen Vorteil, weil ich es von letztes Jahr schon kenne. Strecke. Jetzt irgendwelche Tipps für die anderen, die das erste Mal vielleicht da sind, was man da muss beachten auf diesem Rundkurs da? Dass einfach das erste und Kopfball noch einfach lang hinterher zieht. Und dann geht es einen Schaufel gerade hinterher führen, dass es recht immer gerade ist. Und eben, man sieht eigentlich die anderen immer, wo das sind, oder? Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Nein, es ist eigentlich
schon ein Vorteil, dass man, also schön, dass man vorne ist, aber gleich ist es ein Vorteil, dass man halt, wenn man jemanden vor sich hat, dann kann man noch ein bisschen ziehen und ja, sonst ist man halt alleine, muss man einfach schauen, dass man nicht nachgeht. Ja, nach diesen Tipps von Sven kommen wir mal wieder zu den Helfern und wiederum stellt sich einer davon vor. Ja, hallo zusammen, ich bin der Bütik Dani, wir kennen sicher Speaker hier, Go in Six Weeks, das zweite Jahr schon dabei. Ich muss wirklich jedem sagen, der es noch nicht erlebt hat, kommt vorbei, weil es ist hier so eine familiäre Stimmung und das reisst mich alle Jahre wieder hierhin, um hier mitmachen als Speaker, auch wenn ich mit dem Sport selber weniger zu tun habe inzwischen. Aber wir kommen auch hier als Aussenstehende die ganze Stimmung mit über. Ja, danke Dani. Und da sehen wir rechts vom Posten Donatina Bühler, der bereits eingetroffen ist. Und da in der Mitte im schwarzen Outfit Sara Lichtsteiner. Und wir haben Michel Belschow. Heute im grünen Trikot, wie fühlt sich das an? Gut. Willst du es auch verteidigen heute? Oder, was ist der Plan? Ich probiere einfach das Beste. Du bist von hier, oder? Von Ebel, also das Heimrennen. Es sind noch viele Kollegen hier, die mitsäckeln. Ja. Das ist auch noch der, wo der Strasse steht und ein bisschen Lärm mit für dich. Ja. Okay, Michel auch schon. Also tiptop vorbereitet. Dann sehen wir hier die ganzen Füße von den U14 und U16 Athletinnen und Athleten, die sich auf den Start parat machen. Und während dann dem Anna Emenegger und Fabian Britschki hier noch über das Rennen von vorher diskutiert. Sehen wir auf der anderen Seite den Hugo Odermatt beim Einlaufen, der Führende bei den Männern. Und hinten noch Jacqueline Übelhardt, sie ist zweitplatzierte bei den Frauen. Ja, und dann ist es zum zweiten Kicksrennen losgegangen. 3,6 Kilometer sind hier zu absolvieren gewesen. Zuerst zwei kleine Runden und dann noch eine grosse Schlaufe. Ja, und die Kids sind das Rennen relativ sauber angegangen. Am Anfang hat sich dann Andreas Estermann von der TV in Wil an die Spitze geschickt. Er ist beim Startziel als erstes wieder vorbeigekommen. Und dann hinterher noch der Dario Steinmann und Michel Belgeon. Sie ist auf einem Absetzen vom Feld. Und ein bisschen weiter hinten, Sven Achermann, überraschend. Er wird auch sauber angegangen und dann das Feld hinterher. Viele Läuferinnen und Läufer von TV in Wil heute am Start. Dann schauen wir noch Dani über die Schulter. Beobachten hier das Rennen von weitem. Der Andreas Estermann, der Dario Steimer gehen ein bisschen voraus. Und da sind wir schon später. Michel Bejo hinter noch. Und als vierter kommt hier der Nicola Weber. Und dann die zweite Gruppe. Mit dem Sven Achermann. Wo da sein Tempo unbeirrt weitergeht. Ja, und dann ist es also auf die grosse Schlaufe Richtung Reuss runtergegangen. Und etwa 4 Minuten später haben wir es also zurück. Der Gegengerade nochmal der Andreas Estermann, der Dario Steimer an der Spitze. Hinter noch der Nicolo Weber. Und wenn wir hier ein bisschen hinterher schauen, der Sven Achermann hat also den aufgeholt. Und dann noch ein bisschen weiter hinter, das ist Michel Belgeon. Bereits mit ein bisschen Abstand. Hat aber auch noch mal genug Vorsprung auf die weiteren Athletinnen und Athleten hinterher. Ja, und jetzt habt ihr euch fest. Zielsport. Andreas Estermann, Doris Steimer, Nicola Weber und Sven Achermann. Und der Sven Achermann gewinnt. Vor dem Andreas Estermann und dem Darius Steimer. Ja, und einer hat hier den Schuh verloren. Dann kommt Michel Belgeon ins Ziel, gefolgt von der Kim Burch. Ja, wir kommen zurück zu dem Fuss. Schuh ins Ziel, ist das, was ist das für eine Taktik? Also auch nicht, Schuh ist mir aufgegangen. Da habe ich die erste kleine Runde mitgenommen. Aber ich habe mich dann gestört, habe ich ihn weggekickt. Wie lange bist du ohne gesäckelt? Der Rest von der zweiten Runde und nachher der Rest vom Laufen. Okay, und jetzt am Schluss noch vorher geschafft. Bist du zufrieden mit dem heutigen Rennen? Ja. Kann ich doch noch am Schluss machen. Der Dario hat heute recht vorgelegt. Ja, ist am Anfang. Bist du immer sicher gewesen, dass du nachher kommst? Oder ist echt, heute ja. Ist er ruhig stark? Ich bin mir nicht, vor allem, wenn ich die Schuhe nachher verloren habe.
Ja, gut, gratuliere, bist gleich noch reingekommen. Ja, bis nächste Woche dann noch in Dagersau. Ja, das Sven gewinnt also auch ohne Schuhe heute. Und wir gehen wieder mal in Norwald ins Stell rein. Und dank der Sicht, die sonst nicht da ist, sondern wo wir vom Aufstellen kommen. Also ich heiße Beat Birr und ich habe jetzt einen zusätzlichen Job, dass ich die, die angemeldet sind und die Nummern kommen, abholen können, auf der Liste kontrollieren und die Nummern abgeben. Und wie lange weisst du schon, dass du das heute noch machst? Seit etwa 2 Stunden. Und kein Problem für dich? Ja, wenn die anderen helfen, nein. Und nachher, sobald du fertig bist, wieder draußen helfen, abräumen mit dem Alois, nehme ich an. Nein, es gibt es erst noch zur Nacht. Und dann tun wir aber rum, ja. Okay, dann lassen wir dich wieder arbeiten, es gibt wieder Arbeit, merci. Ja, unsere Helfer also äußerst flexibel. Danke an dieser Stelle. Dann sehen wir Ueli bei seinen Einlaufübungen. Und dann kommen wir zum heutigen Promigast. Ja, ich habe jetzt Thomas Lütschi bei mir. Vielen wahrscheinlich besser bekannt als Feri da Bart. Herzlich willkommen, du bist der heutige Promiläufer hier in Wiel. Wie geht's dir? Ist es weg? Ja, soweit schon. Gesundheitlich bin ich nicht ganz so weit, wie ich will sein, oder trainingsmässig, aber gut ist es sowieso heute. Lustig wird's. Wir können dich vor allem auf der Bühne. Bist sehr sportlich, kannst du Vögel säckeln, oder ist das heute eher eine Ausnahme, dass du so einen langen Lauf machst? Ja, es sind verschiedene Sachen. Also ich gehe etwa noch, also wenn viel zeitlich ist. Ich probiere so alle 2-3 Tage zu gehen. Aber nicht so schnell, also ziemlich langsam. Man könnte noch etwas machen. Frauen können alle noch reden in diesem Tempo und ich sage einfach nichts, aber ich gehe in diesem Tempo, ja. Okay. Eben der Promiläufer, speziell an der X-Wix, ist, dass die Leute eben deine Laufzeit schätzen heute. Ich könnte natürlich auch dich fragen. Irgendwie 9 und etwas Kilometer sind zu laufen. Was können wir von dir heute erwarten? Wann bist du im Ziel? Ja, ich würd jetzt mal sagen, nicht zu viel erwarten. Und als sogenannte Promi-Läufer muss man entweder gewinnen oder letzt werden. Und ich glaube, ich bin näher im letzten Platz. Also ich denke, es wird um eine Stunde umgehen, wenn ich da für die Distanz habe. Okay, eine Stunde ist angesagt, sind wir gespannt. Und jetzt noch eine Frage, jetzt ein bisschen bezogen auf die Ferien. Eben, wenn du als Letzte ins Ziel kommst, musst du gerade hinten nachputzen und abschliessen, so als Abwart, oder? Ja, der Feri, er kann zwar ein bisschen putzen und ein bisschen abschliessen und ein bisschen Verordnung schauen, aber eigentlich ist er besser, wenn er auf der Bühne ist und schnorrt. Also schnorren kann er besser wie schaffen, meine Feri. Okay, dann schauen wir doch am Schluss noch mal schnorren, sehen wir dich nachher sicher noch einmal. Und viel Spass an der X-Wix. Danke vielmals. Euch auch, merci. Ja, danke Thomas. Und dann kommen wir zum fast gewohnten Bild. Lockere Stimmung vor dem Start, wird noch ein bisschen geschwätzt. Da sehen wir den Pascal und der Marco. Und dann haben wir hier den Steimer, der Rita Vicky, das ist Daniela Matter. Und ein alter Bekannter, wieder am Start, der Massimo Ruggiero. Massimo? Sally? Zweig? Ja, wieder so. Oberschenkel zwickt ein bisschen. Vom strengen Vicky oder noch von letzter Woche? Eigentlich gar nicht. Das Gegenteil, mal ein bisschen ruhigeres und bin sogar noch joggen können, ausnahmsweise. Eine andere Frage. Ist irgendwelche News von deinem Cousin? Geben wir ihn irgendwann wieder? Also heute ganz sicher nicht. Und er hat mal gesagt, er wolle Wolken zu Dagmarsellen. Okay, sind wir gespannt. Heute aber ein anderer Kollege wieder dabei. Da ist er dabei gewesen. Wer ist da dabei? Das ist der Silvan. Das waren die ersten 2 Rennen schon dabei. Jetzt hat er leider ein bisschen Ferien gehabt. Sonst hat er auch alle 6 Rennen mitgemacht. Ja, und der Silvan ist schneller oder langsamer als du? Ja, also bis jetzt war er eigentlich immer langsamer gewesen, aber man weiß ja nie. Sind wir doch gerade mal eine neue Rivalität an. Ja, Silvan, bist du jetzt schneller als der Massi? Ja, wird schwierig. Bist du hinter den Bergläufer oder hinter so die flachen Strecken für dich? Weder noch. Ja, dann wird es schwierig. Nein, schon besser gerade. Geradeaus passt. Das sollte heute eigentlich dein Gelände sein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spass. Seht euch sicher später noch. Danke. Merci. Ja, dann werden wir dann Danatino Wieler beim Einlaufen gesehen. Gehen wir zum Hugo Odermatt. Kommen wir in Wiel?
Gratulieren zu deinem Sieg am Samstag. Sandbachenseelauf gestartet. Gewonnen. Startet und gewonnen. Hat es nicht viel Energie gebraucht. Also hast du wieder auftanken können. Ich fühle mich eigentlich wirklich gut. Also, es hat nicht allzu viel Energie gekostet. Das ist gut. Heutiges Thema ist so ein bisschen der Hammermann. Was kannst du dazu sagen und was ist deine heutige Taktik so bezüglich Uli und all den anderen? Wettkampfmässig habe ich schon lange keinen Hammermann mehr gehabt. Ich habe mich auf meine gute Erfahrung verloren. Ich habe es zwar auch schon gehabt, aber muss ich sagen, ich vermeide es, wenn es nur geht. Und der Uli, er wird heute sicher angreifen, aber ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl und auf die Beine. Ich will schauen, wie es geht. Okay, sind wir gespannt für den Erfolg. Danke. Danke. Und dann gerade weiter zum Uli. Ja, Uli. Sally. Heutige Taktik vom Uli. Heute ist ganz klar am Hugo dranbleiben, die erste Runde. Und bei der zweiten schauen wir, was wir heute machen können. Ich denke, heute probiere ich es noch einmal, weil in der letzten Etappe greifen wir ja den Leader nicht mehr an. Und dann eben das ewige Thema, Hammermann. Heute ist flach. Bleibt er heute daheim oder ist er auch da irgendwo? Nein, er ist glaube ich auch da, aber ich gebe ihn heute am Hugo. Okay, er hat gemeint, er hätte schon lange keinen mehr gehabt, aber das werden wir sehen. Und noch die obligatorische Frage, Essen, Fragezeichen. Du bist glaube ich schon ein paar Mal gefragt worden heute. Was hat es heute vorher gegeben? Bulle-Geschnetzle mit Reis und frischem Saisongemüse. Also wieder ein bisschen Fleisch, aber gutes Fleisch das mal. Okay, sind wir gespannt, ob das funktioniert. Viel Spass auf der heutigen Etappe. Merci. Ja, wir hören jetzt im Hintergrund, jetzt geht's los. Und dann haben wir hier den Startschuss zu der 5. Etappe Going 6x in Inwil. Die heutige Strecke 9,6 km sind zu absolvieren mit einer Schlaufe, die zweimal zu laufen ist. Und am Anfang sehen wir den Uli und den Hugo, die hier noch Zeit haben, während sie das Feld anführen, miteinander zu diskutieren und Späßli zu machen. Trotzdem haben sie sich aber sehr schnell schon ein bisschen vom Feld abgesetzt. Der Marco Ottiger kommt hinten nach, hat auch schon kleine Lücken zu einer weiten Gruppe. Dann sehen wir hier nochmal den UKA-Präsident Fabian Kreienbühl, der als Vorfahrer mitgegangen ist. Und dann der Blick zurück ins Feld. Und ein bisschen weiter hinten im Feld an der Spritze Donatina Bühler. Jacqueline Übelhardt ist auch gerade hier mit dabei. Ja, und vorne der Uli und der Hugo noch im Tempo. Marco Ottiger hinten noch mit ein bisschen Abstand. Und dann eine grössere Gruppe, die sich hier auf Verfolgung von diesen drei auch Gesamtführenden macht. Ja, Hugo, Uli, Tempo ist angesagt, Autobahn noch. Befindet sich auch bereits auf der Schlaufe. Dann der Marco Ottiger in seinem unverkennbaren Laufstil hinten noch. Dann geht es entlang von der Reuss. Wir sind wieder ganz vorne. Immer noch der Uli und der Hugo beieinander. Hier bereits aber nach etwa 2,5 km hinten dran nichts mehr zu sehen von den weiteren Verfolgern. Ja, und dann ist es dann bereits in den kleinen Anstieg hineingegangen. Über die Autobahn drüber und dann zum höchsten Punkt von der Strecke. Nach der Überquerung von der Autobahn gibt es nochmal einen kleinen Bergabteil. Wo wir jetzt reinkommen, macht der Hugo dann schnell ein bisschen Tempo und kann ein paar Meter zwischen sich und der Uli legen. Ja, so ist die ganze Zeit gegangen. Die zwei haben sich bekämpft. Und dann geht es eben darauf. Der Hugo voraus kann noch mal ein paar Meter gut machen. Der Uli hinten noch. Und aber wie der Uli so ist, er kann beißen, kann krampfen und hat sich wieder einen geschafft an Hugo. Da sind wir jetzt schon oben an der Steigung bei dem Bauernhof. Und wir schauen zurück. Auf dem dritten Platz kommt der Marco Ottiger. Und hinterher hat sich dann eine Fünfergruppe gebildet mit dem Martin Zemp, mit dem Raphael Baumann, dem Patrick Stöckli, dem Thomas Zemp und dem Roland Zoder. Und dann weitere Läuferinnen und Läufer hinterher. In weiteren kleinen Gruppen.
Ja, und ein bisschen später kommt in die Gruppe da mit Anna Tina Bühler drin innen. Da gerade an der steilsten Stelle. Und knapp hinter noch Zara Lichtsteiner. Dann haben wir hier Daniela Matter. Und Carmen Bucher. Hinter noch. Und Jacqueline Übelhardt ist hier auch noch auf der Ferse. Von denen zwei. Und dann als nächstes kommt Edith Steimen. Ja, und in dieser Gruppe hier sehen wir links aussen den Marco Bammert. Mit der Vicky und ein bisschen hinter noch der Massimo Ruggiero, der hier also noch nicht am Marco dran ist. Dann auch noch weiter hinter gute Laune, das war der Christian Stocker. Und dann kommt hier Susanne Portman. Sie ist übrigens diejenige, die die ganzen Grafiken für ZXWX gemacht hat. Merci an dieser Stelle. Dann der Thomas Lötscher beim Aufstieg. Und während wir uns zurückbewegen, sehen wir hier Spitze von der Wacker mit dem Nummer 1030 ist es der Hermann Grünig aus Urtenen-Schönbühl. Und dann sind wir wieder der Reissonde und dann gehen wir mit den weiteren Wackerinnen und Wacker daher, die Gelegenheit nutzen, um sich sportlich zu betätigen. Ja, und kurz darauf, bereits in der zweiten Runde die Spitze bei den Läuferinnen und Läufer, der Hugo Odermatt. Bereits jetzt mit einem kleinen Abstand der Uli Küttel, der hier an der Reise noch eine Skibar schon den Hammer mal angetroffen hat. Wir schauen ihm zu, wenn er hier das zweite Mal die Steigung bewältigt. Er hat aber noch Zeit zum Umschauen und das schöne Wetter, das mittlerweile eingesetzt hat, zu geniessen. Und dann gehen wir einen Platz weiter hinterher, immer noch auf dem dritten Platz. Mit in die zweite Runde, der Marco Ottiger aus Roswil. Und hinten noch immer noch die kleine Gruppe, die sich vorher schon gebildet hat. Mit dem Raphael Baume an der Spitze. Und wir schauen nachher ein bisschen weiter hinterher, gehen zu der Spitze von der Frauen. An der Kapelle vorbei ist es an der Spitze von der Frauen immer noch Anna Tina Bühler. Und links hinten im roten T-Shirt sehen wir Sarah Lichtsteiner mit der Daniela Matter zusammen, die hier auf der Verfolgung sind von der Anna Tina. Schöne blühende Landschaften. Wie gesagt, die Sonne ist auch noch vorgekommen. Und da Wackerinnen auf ihrem Weg Richtung zweite Runde. Blick zurück. Und wie gesagt, Sarah Lichtsteiner und Daniela Matter. Und dann gehen wir ins Ziel. Zum fünften Mal bereits. Der Hugo Odermatt im Ziel. Zum vierten Mal gewinnt er. Zum fünften Mal als Leader im Ziel. Und als nächster natürlich mit dem Start Nummer 1, der Uli Küttel im Ziel. Hände in die Luft, wie immer. Aber dabei schön am Leiden. Als dritter dann im Ziel der Marco Ottiger aus Roswil. Die gesamtführende 1., 2., 3. Platz also in der richtigen Reihenfolge im Ziel. Ja, und die 5er Gruppe hat sich dann verkleinert. Vierter wird Martin, der Martin Miniger. Fünfter, der Martin Zemp. Sechster, der Raphael Baume. Siebter, der Thomas Zemp. Und während Uli hier noch ein bisschen am seinen F vorbüssen ist, klatscht der Hugo Odermatt und der Marc Altiger, der Emil Berger ins Ziel, der schon weit über 1000 Läufe gemacht hat. Letztes Jahr bereits mal ein 6. dabei, dieses Jahr auch wieder. Und dann kommen wir zu der Spitze bei den Frauen, Anna Tina Bühler. Mit einem Zielsport gewinnt sie. Lässt sich heute nicht von der Daniela Matter überspurten. Die wird heute Zweite. Und dann hinter noch auf dem dritten Platz Sarah Lichtsteiner. Aus Eich. Vierte wird Jacqueline Übelhardt. Und mit der Nummer 200.
die damit verteidigen sind. Ihr zweiter Platz in der Gesamtwertung. Und als nächstes dann Edith Steimer. Sie wird heute 50, bleibt dritte in der Gesamtwertung. Ja, und wenn wir da, werden wir hier auf der Gegengerade, der Massimo. Sie haben Richtung Ziellauf, kommt auf der anderen Seite. Der Marco Bammer bereits das Ziel und hinter noch Jolanda Arnett mit dem Zielspurt. Und einer, den wir mit Zielspurt eigentlich können, ist der Massimo Ruggiero. Und den Zielspurt hat er auch heute ausgepackt. Ja, normalerweise macht er da gegen Chusi sein Cousin. Aber so hätte ja der Chusi mögen. Ja, und der hat ihm eben gefällt, aber heute hat er mögen. Und dann kurz nach Ziellauf. Jetzt haben wir von Athletinnen und Athleten bereits zu diskutieren, der Ueli. Dann die ganzen vierenden Frauen, Jacqueline Überhardt, Carmen Bucher, Anatina Bühler, Sarah Lichtsteiner, Hinterrad, Daniela Matter. Im Gespräch über die Strecke, tauschen eure Erfahrungen aus. Auf der anderen Seite sehen wir den Marco Ottiger im Gespräch. Ja, die Hände auf der linken Seite. Er diskutiert hier mit dem Fabian Fallegger aus Altmachdorf. Dann schwenken wir ein bisschen nach rechts. Und da sehen wir drei bekannte Gesichter. Ja, da sind sie. Der Alois Meier, der Beat Führer und der Oli Hintermann, den wir aus Rotenburg schon kennen. Gute Stimmung, Diskussionen. So muss es sein. Und während Timon Neier immer noch am Föteli machen ist. Hier von Christian Pohl aus Eschenbach beim Ziellauf. Haben wir weit weg den Herr im roten Shirt gesehen. Und das ist der Thomas Lötscher. Der Promiläufer auf dem Weg zurück. Ja, und das ist dann sein Ziellauf. Der Feri also auch im Ziel. Und wir schauen dann gerade mal eine Stunde, hat er geschätzt. Und wir schauen, was seine Zeit ist. Und da haben wir es. 59,17 den offiziell und das hat er dann dazu gemeint. Also nicht in der Zeit, aber sonst super gewesen. Und wenn das letzte noch angeführt wird, super schöne Strecke. Ich kann dir etwas fragen, bist du nicht mal letztes? Ich weiss schon. Ich habe hinten schon angefangen. Das Ziel war, dass wir kennen überhaupt. Zufallrennen. Wie? Zufallrennen von hinten. Genau, aber so wahnsinnig habe ich eben nicht aufgehört. Hey, aber es war herrlich, schön. Gute Temperatur, tolle Strecke. Super. Und der andere noch schnell zu spielen. Ja, das ist schön. Ja, der Thomas Lütscher also begeistert von der Six Weeks und vom Six Weeks Wetter. Und wir gehen in die Turnhalle rein, wo bereits auftischend ist, wo die Athletinnen und Athleten und das Nachtessen sind. Oh, sauber ein Schwenk, oder? Und dann gehen wir wieder mal zum Ueli für sein Fazit. Ja, zurück im Ziel, kurz vor dem Minelo. Ja, Uli, dein heutige Fazit? Ja, es ist gut gegangen und ja, nein, der Hugo, dem habe ich den Meister. Der ist der Meister, bleibt der Meister und ich tue mit ihm jetzt noch verhandeln, dass ich zu Tag Marcel ein grünes Trikot von ihm bekomme, das aber signiert ist von ihm, weil der Stolz lässt es nicht zu, dass ich ein leeres grünes Trikot trage. Also greifst du ihn in Tag Marcel nicht mehr an, in dem Fall? Nein, in Tag Marcel ist das Ziel, noch den zweiten zu behalten und den Hugo lassen wir. Ja, und wie schön war da mit diesen zwei Anstiegen und wir sind wieder ins höchste Tempo gegangen. Wir haben euch auch gesehen, am Anfang noch etwas verhandeln. Ja, sag mal, wie war das heute da, die Strecke und so? Ja, die ersten 3 Kilometer haben wir recht Tempo gemacht. Wir wollten von Anfang an den Rest hinter uns lassen, dass wir sauber durchlaufen können. Dann haben wir auf dem ersten Kilometer haben wir noch schnell die Renntaktik festgelegt. Wir haben dann herausgefunden, dass wir beide das Tempo nicht haben mögen. Und darum haben wir gesagt, schauen wir den, der es zuerst nimmt, nimmt es zuerst. Aber nein, eigentlich bin ich mit dem heutigen Rennen sehr zufrieden. Ja. Und der, was zuerst genommen hat, bist du halt du gewesen, so wie es aussieht? Ja, ich habe Kilometer 5 habe ich müssen kapitulieren. Ich habe gemerkt, dass der Marco von hinten nicht kommt. Und da habe ich schon den GP im Kopf gehabt. Und das, was ich habe, kann mir ja niemand wegnehmen, bekanntlich. Eben, was hast du erst einmal in seinem alten Motto? Ja, jetzt am Wochenende vom GP zu Bern. Ja, ich bin am GP, am Bern. Zu Bern am GP, ja. Und dann schauen wir mal, das Ziel ist möglich. Zeit von letztes Jahr zu egalisieren. Okay, dann guten Lauf zu Bern und bis nächste Woche in Dabersell.
Ja, und Spaghetti heute sind vom Promiläufer von der Etappe in Rotenburg, dem Bobfahrer Martin Sutter. Da im Einsatz bei seinem Stammverein TV in Biel ausgeschöpft worden und wir haben ein weiteres Interview. Redet ja mal von euch im Terrain, seid euch ein Terrain. Und sind ihr gerade am Anstehen da dazu, glaube ich. Ja, erkläre ich mal schnell, was heisst das? Was ist euch ein Terrain genau eigentlich? Ja, unser Terrain ist natürlich je nach Situation ein bisschen unterschiedlich. Manchmal haben wir lieber, wenn es ein bisschen flach und schnell ist und dann umgekehrt muss es ein bisschen hügelig sein und ein bisschen anspruchsvoll. Hauptsache nachher ist eigentlich für uns, dass wir auch etwas Kühles haben und etwas Nahrhaftes. Dort sind wir wirklich gut. Das ist eigentlich effektiv unser Terrain. Jetzt sind wir nicht im Mittelfeld, da können wir ganz vorne mithalten. Startzielsieg steht dann auch für unser Thema. Also eben, da sind wir eigentlich an der Siegsfigs am perfekten Ort, da sind wir noch etwas zu essen und zu trinken gehen. Hinten nachher ist eben immer unser Terrain, oder? KV, ja. Unser Terrain. Nächste Woche könnte zum Beispiel auch wieder unser Terrain sein. Aber wir lassen uns überraschen. Okay. Ja, und so bin ich den Pascal können, wird Dagmar Seiler definitiv sein Terrain sein. Und wir schauen auf die Rangliste, da sehen wir den Thomas Lötscher. Ja, 59-17 ist die Zeit von Thomas Lötscher. Ja, Thomas, Stunde ist geschätzt, 59-17 ist es geworden. Wieso bist du jetzt da die 40 Sekunden schneller gewesen? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich bin einfach immer so gelaufen, dass ich gerade mal Schnuff hatte mit denen, die ich mitten unterwegs war. Ich habe dann irgendwie so können reden und irgendwie jetzt gelangt. Aber unter uns gesagt, ich habe natürlich eine Uhr, die ich ziemlich genau schauen konnte. Aber ja, du hast mir vielleicht gefragt, hast mir vorhin gesagt, laufst nach der Uhr, eine Stunde ist das Ziel und ja, ist erreicht. Bist du einfach entsprechend zufrieden im Jahr? Ja, wie hat dir die Strecke und die Atmosphäre jetzt da mit all diesen Läufern und solchen Sachen gefallen? Das Ganze drum und dran. Also, es war natürlich herrlich gewesen. Ich habe schon gerade nach dem Zieleinlauf gesagt. Und zufrieden in dem Sinne bin ich vor allem, weil wir so gut auf der Strecke hatten. Ich konnte mit Leuten etwa einmal reden. Ich hatte Zeit gehabt und den Schnauf auch noch. Das ist ja schön, aber es ist super. Es ist super organisiert. Überall sind Streckenposten gestanden, die einem angeführt haben, auch wenn man nicht gerade der Beste war. Sie haben sogar ausgekarrt bei sich gekommen. Und die Strecke ist natürlich schön. Also einiges schöner, als ich erwartet hätte. Ich habe nur den Abschnitt an der Autobahn angekönnt. Aber es gibt ganz schöne Abschnitte, es geht ein bisschen auf und ab. Also es ist herrlich zum Laufen. Ich kann das nur empfehlen. Unbedingt mal auf Eivu Daga die Runde drehen. Ja, oder einem von diesen fünf Etappen, was es auch noch gibt. Ja, vielleicht können wir noch mal schnell auf die Ferien. Wann sieht man den wieder auf der Bühne oder was macht er so im Moment? Ja, im Moment jetzt sind eigentlich noch die letzten so Auftritte. Morgen habe ich eine grosse Gala, wo ich mit anderen Künstlern zusammen wie im Basel. Und nachher eigentlich der Sommer dann ist ruhiger, was öffentliche Auftritte angeht. Im Herbst gibt es ein neues Programm, das heisst typisch Ferien. Also Ferien mit V natürlich. Da kann man auch Premiere schauen, am 4. November im Kleintheater. Ich spiele nachher auch also vor und nachher in Schöpfen, Sorsi, Küsnacht am Rigi. Ich werde wahrscheinlich wieder in Luzern sein mit dem Rückblick Ende Jahr. Also ich werde einiges in der Gegend sein, es lohnt sich. www.feri.ch kann man dort anschauen und Termine, Newsletter abonnieren. Tipptopp, danke vielmals. Dann wünschen wir dir, dass du morgen Abend auf der Bühne kein Moskau-Kater hast von heute. Und ja, bis ein anderes Mal. Danke vielmals. Also der Auftritt morgen ist kürzer und kommen vielleicht wieder zurück das nächste Jahr. Einfach laufen, irgendwo hin. Going for 6 weeks. Danke. Danke. Ja, danke Thomas. Und dann kommen wir bereits zu der Siegerehrung. Alle ersten, zweiten und drittplatzierten sind hier ausgezeichnet worden in den jeweiligen Kategorien. Natürlich hat es wieder das grüne Trikot gegeben für die beiden Gesamtführenden, Donatina Bühler und der Hugo Odermatt. Und dann kommen wir noch zu den Interviews mit den beiden. Zuerst der Hugo und dann zum Abschluss noch Donatina Bühler. Ja, Hugo, mit dem Ueli am Anfang noch ein bisschen Taktik abgesprochen und dann hast du ihn aber nach 2-3 Kilometern stehen. Ja, wie war das heute? Ja, es war lustig. Wir haben dann plötzlich gesagt, komm, Vollgas, wir gehen. Und wir haben wirklich recht lang eine gute Pace gehabt. Und ich konnte mich dann gleich ein bisschen absetzen. Aber die zweite Runde war wirklich recht her, muss ich sagen. Also es war gleich auch fast so, da haben wir mal so ein bisschen in der Nähe gewesen. Ja, ich hatte wie letztes Mal schon Seitenstechen gehabt. Das hatte ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Und ich weiss nicht, vielleicht einfach von der Intensität her ist es schon, merke es langsam. Ja, du bist jetzt eben am Wochenende noch am Lauf gewesen. Was machst du das Wochenende? Erholen oder gehst du irgendwo an den Lauf?
Nein, ich habe mich, also ich habe Emil hat mich eingeladen für den Pfingstlauf in Niederbipp, da gehe ich, habe ihm schon zugesagt. Aber bis dahin kann ich ja jetzt noch eine Rolle, also das sollte schon wieder passen. Und dann nächste Woche in Dagmersell, letzte Etappe über den Kreuzberg, bist du wieder am Start und ziehst es noch durch? Ziehen es sicher durch, ja, und ich freue mich. Abschlussetappe, wollte es noch einmal wissen. Und der Uli hat ja gesagt, ich frage dich, dass er vielleicht gleich auch noch ein grünes Trikot bekommt. Was meinst du, gehst du im Eis, oder? Ja, sicher der Uli, der ist ein richtiger flotter Typ, ich muss es sagen. Und es macht so viel Spass mit ihm und das hat er verdient. Okay, ja, das werden wir das nächste Mal sehen, die Übung haben. Und ja, in dem Fall ein schönes Wochenende, guten Lauf und bis nächste Woche. Zusammen. Dankeschön, schönen Abend. Ja, wie fühlst du dich heute, glaube ich? Ja, es war ein bisschen hart heute, oder? Es war hart heute. Ich konnte ja den Sieg auch ganz knapp noch machen. Am Schluss musste ich aber alles geben. Ich habe heute auch wieder etwas ausprobiert, wie jedes Mal. Heute bin ich einfach am Anfang wirklich einmal voll in die Kanne gegangen, geschaut, wie das tut. Hat mich dann bei Kilometer 7 hat mich heute der Hammer mal verwutscht, voll zugeschlagen. Aber ich konnte es durchziehen. Für mich ist es heute auch, du hast Dagmersell angesprochen, es war mein persönlicher Endspurt für den Go in Six Week. Wir gehen am Samstag in die Ferien. Im Moment fuchst das sicher ein bisschen. Aber ich habe 5 wunderschöne Läufe erlebt. Eben heute ein bisschen mehr gebissen, ein bisschen weniger von Strecke mitbekommen. Aber es war eine super Sache. Ja, ich hoffe, wenn alles gut geht, jetzt wegbleiben, wird der nächste wieder mitmachen. Okay. Ja, mit dieser riesen Überraschung schließen wir die Reportage von der heutigen Etappe ab. Da sehen wir noch den heutigen Promiläufer, der seine unterschriebene Startnummer an die beste Schätzerin vom heutigen Tag übergibt. Und das war es, 5. Etappe 2013 Go in Six Weeks aus Inwil. Nächste Woche bereits die 6. und letzte Etappe in Dagmersellen. Bis dahin.